فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم الله der Erhabene إن sagt sinngemäß Vollendet die Pilgerfahrt und die Umra für Allah. Wenn ihr jedoch daran gehindert werdet, dann bringt an Opfertieren dar, was euch leicht fällt. Und schert euch nicht die Köpfe, bevor die Opfertiere ihren Schlachtort erreicht haben. Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Wenn ihr aber in Sicherheit seid, dann soll derjenige, der die Besuchsfahrt, also die Umra, mit der Pilgerfahrt durchführen möchte, an Opfertieren darbringen, was ihm leicht fällt. Wer jedoch nichts finden kann, der soll 3 Tage während der Pilgerfahrt fasten und 7, wenn ihr zurückgekehrt seid. Das sind im Ganzen 10. Dies gilt nur für den, dessen Angehörige nicht in der geschützten Gebetsstätte wohnhaft sind und fürchtet Allah und wisst, dass Allah streng im Bestrafen ist. Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es und versorgt euch mit Reisevorrat. Doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht und fürchtet Allah, die ihr Verstand besitzt. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hier haben wir eine Passage aus Surat al-Baqarah, wo Allah Ta'ala über ein Ritual spricht, über einen Gottesdienst, nämlich Al-Hajj ul-Umra. Und wir sehen, wie Allah Subhanahu wa Ta'ala hier Gebote schreibt. Haare schneiden, Haare kürzen, nein, wenn du nicht Opfertier schlachten an dem Ort, wenn du das da nicht erreichst, dann musst du dann 3 Tage und 7 Tage, wenn du zurückkommst, und das ist, wenn ihr da wohnhaft seid, dann macht ihr so. Und dann kommt es, und wenn ihr in der Pilgerfahrt seid, dann darf das kein Beischlaf und kein Streit und kein Gebote, Rituale. Das ist sehr interessant, wenn man auf dieses Gebot, Al-Hajj, auf diesen Gottesdienst schaut, dann sieht man und stellt man fest, das ist das Ritual im Islam,
was voller Gesetze und voller Regeln ist. Und heute erfahren wir das Geheimnis davon. Heute werden wir das sehen, was wir eigentlich in Schätzen haben, durch die Gottesdienste, wenn wir nur wahrnehmen können, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns hier will. Als erstes vorab, haken wir eine Sache ab. Viele Muslime hören Arkan al-Islam, die Pfeiler, die Grundpfeiler des Islams sind fünf. Natürlich nach Shahadatan, nach der Glaubensbekenntnis kommt das Gebet, Fasten, Zakat und die Pilgerfahrt und natürlich, ja, Fasten, die vier, genau, und dann die Shahada. Aber das sind die Grundpfeiler, wenn wir über die Gottesdienste sprechen, al-Ibadat, Rituale. Wenn wir so ein Häuschen bilden von Ritualen, dann die Grundpfeiler dieses Häuschen wären die. Aber es wäre sehr reduzierend und sehr kleinig gemacht für den Islam, wenn wir den ganzen Islam und deren Grundpfeiler auf diese fünf Rituale stellen. Denn es gibt Grundpfeiler außerhalb der Rituale, nämlich in der gesamten Botschaft des Islam. Ich würde sagen, wenn ich den Koran lese, Gerechtigkeit im Koran. In kleinsten Details wird immer Gerechtigkeit hervorgehoben im Koran. Das ist ein Grundpfeiler des Islams. Dieser Hadith hat ungewollt, unbeabsichtigt Probleme bei den Muslimen in deren Verständnis zum Islam. Die Grundpfeiler, deswegen findest du die Muslime, sie ehren das Gebet und die Rituale und Hajj, weil das die Grundpfeiler des Islams sind. Als ob der Islam darauf gegründet ist. Dabei, die Botschaft des Islam ist auf Gerechtigkeit, auf Barmherzigkeit, auf die Liebe. Das sind drei Faktoren, auf die Bewahrung der Menschenwürde und Bewahrung des Lebens, des Menschenlebens. Na, das sehen wir im Koran in jeder Stelle. Und natürlich Tawhid ist der Pfeiler aller Pfeiler. Aber hier kann ich den Hadith nur aus dieser Perspektive verstehen. Nur. Dass diese Grundpfeiler nicht des Islam, sondern des ritualen Islams. So verstehe ich das. Sonst, der Hadith ist sowieso weder Mutawatir, noch Mashhur, noch bekannt, obwohl es bekannt ist unter den Muslimen. Aber die Überlieferer sind nur ein oder zwei Sahabis. Ein oder zwei. Nach meiner Erinnerung war Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar und Umar ibn Khattab. Es sind eigentlich einzelne. So ein Hadith mit den Grundpfeilern des Islams und wurde damals gar nicht so bekannt wie heute. Heute lernen wir das in den Schulen unseren Kindern, weil das interessant ist. Die fünf Grundpfeiler des Islams. Und dann auf einmal stört das Verständnis eines Muslims. Deswegen konzentriert er sich auf die Rituale, weil das die Grundpfeiler sind. Dabei hätte ich gerne einen Hadith gehabt. Die Grundpfeiler des Islam ist Gerechtigkeit. Barmherzig, das klingt stark. Und das bildet nämlich die Kernbotschaft des Islam. Und deswegen, ich verstehe den Hadith nur aus dieser Perspektive. Die Grundpfeiler des ritualen Islams sind das. Gebet, Fasten und Zakat und so weiter. Und die Hajj. Das war erstmal eine kleine Einführung. Die zweite Sache ist, die Rituale sind unsere Brücken und unsere Instrumente überhaupt dazu, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen, dass wir uns erläutern, dass wir uns läutern und reinigen und erziehen. In allen möglichen Hadith und Ayat findest du, dass das Gebet dich von Schändlichkeiten, von Abscheulichkeiten fernhält. Die reinigt dich von den Sünden. Sie schmeißt das Last von dir. Die gibt dir Licht in deinem Geist, in deiner Seele, Licht in deiner Ausstrahlung. Und dann finden wir, dass die Zakat, wenn du Geld ausgibst, das reinigt dich von Gier, von Verbundenheit von Geld, von Geiz. Ja? Und Allah Ta'ala sagt, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Nimm von ihren Geldern ein Sadaqa, womit du sie läuterst und reinigst.
Das Gleiche gilt auch mit dem Fasten. Derjenige, der fastet, ohne dass das Innere bei ihm fastet, ohne dass, also derjenige, der nur von Essen und Trinken fastet, der hat nichts von Fasten erfüllt. Denn das Fasten ist das, dass du dich selber erziehst und beherrschst. Also, die Ibadat sind eigentlich unsere Träger zu einem Ziel. Das ist die Intention des Ibadah. Allah Ta'ala sagt, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Euch ist das Fasten vorgeschrieben, wie es den Völkern vor euch vorgeschrieben wurde, auf das ihr. Das ist das Eigentliche. Auf das ihr Taqwa erlangen möget. Und genauso wie Al-Hajj. Al-Hajj, Allah Ta'ala sagt, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihin Al-Hajj. Der beschlossen hat, die Hajj zu machen, der muss Folgendes. Fala rafat, wala fusuq, wala jidala fil Hajj. Ich meine, la rafat, kein Beischlaf und kein Streit und kein Frevel. Es gibt in der arabischen Sprache, wenn ich dir sage, sprich nicht, sprich nicht. Aber das kannst du verstehen. Aber wenn ich dir sage, kein Wort, alles, was mit der Sprache zu tun hat, darf nicht. Das heißt, ob klein oder groß. Hier verstehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn du in der Hajj bist, willst du deinen Hajj vollkommen haben? Das hier, la rafat, kein Beischlaf und alles, was zum Beischlaf führt. Auch Vorspiel mit deiner Ehefrau, alles, was zum Beischlaf, la rafat, in dieser Zeit, von Weihezustand, la rafat, la fusuch, keine Freveltaten, egal, abscheuliche Sachen, schlechte Sachen, alles, was in deinen Vorstellungen kommt, was Nefs nicht mag, nicht. Wala jidal, nicht mal Streit. Auch gerechter Streit, auch gerechter Streit. Auch wenn du im Recht bist, ja, auch im Recht, wenn du im Recht bist. Ich will nicht streiten. Und ich streite nicht. Was? Ist das deins? Wirklich deins? Ich weiß, dass das hundertprozentig meins. Ist wirklich deins? Hm? Okay, dann ist das deins. Dann ist das deins. Kein Streit. La jidala fil hajj. Und dann sagt Allah, wa tazawwadu. Ey, das Wort tazawwadu, az-zad ist eigentlich die Nahrung, das Essen und Trinken, was ein Reisender mit sich trägt und alles, was er braucht zum Essen. Dann sagt Allah Ta'ala, tazawwadu. Kümmert euch eher darum, dass ihr Zad zu euch nimmt. Zad ist die Energie, den Segen, das Gute, was in dem Hajj steckt. Es gibt etwas. Allah Ta'ala sagt, kommt. Ich vergleiche das immer mit einem Beispiel, weil wir verstehen solche Beispiele. Es gibt ja diese Aktionen, geh, du hast 5 Minuten in Mediamarkt, hol alles, was du willst, aber in 2 Minuten nur. Und dann sind sie wie die Verrückten und machen solche große Wagen und machen voll, zack, zack, beim Laufen sogar, zack, zack, zack. Allah sagt das so, ihr habt diese Zeit, tazawwadu, hol dir das. Und dann sagt er, fa'inna khayra zadi taqwa. Beste Vorrat, was du hier haben kannst, ist At-Taqwa. Ich will jetzt nicht über Taqwa als allgemeinen Begriff sprechen, aber ich möchte auf eine Sache hinweisen. Bitte, bitte, vielleicht hört ihr das zum ersten Mal. Die Ibadat, die Allah Ta'ala uns vorgeschrieben hat, die tragen alle einen Zad, wovon wir Nutzen nehmen können. Das heißt, nimm das Energie, Segen, etwas Gutes, was auf dich zurückkommt. Aber sie sind zeitlich begrenzt. Das heißt, eine Ibadah gewährt dir ein Zad, was bald zu Ende geht. Jede Ibadah hat eine Stufe. Jede Ibadah hat eine Stufe. Von daher, ihre Entfernung ist begrenzt. Das heißt, die 5 Gebete, Dhuhr, kann mir nur nutzen, nur bis zum Asr-Gebet. Und dann geht das runter. Asr kann mir nur Zad geben, nur bis zum Maghrib-Gebet. Deswegen 5-mal am Tag, die können uns nur in dieser Zeit genug Energie schenken. Und warum ist Jumu'ah, dieses Freitagsgebet, 1-mal in der Woche? Es soll auch bis zur nächsten Woche, sollst du schöpfen, was dich für die Woche, deswegen heißt Al-Jumu'atu ila Al-Jumu'ah. Vom Jumu'ah zum Jumu'ah ist eine Löschung der Sünden. Da ist irgendetwas in Jumu'ah. Fastenmonat ist nur 1-mal im Jahr.
Das heißt, ein Ramadan reicht dir eigentlich, wenn du wirklich den Zed, wenn du gut einkaufst, reicht dir für ein Jahr, aber nicht mehr. Deswegen kommt der nächste Ramadan. Außer in Hajj. Das, was in Hajj geschieht, soll dir für dein ganzes Leben reichen. Denn es ist nur einmal im Leben, wo du das verrichtest. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt, weil ich weiß, worüber ich spreche, was da eigentlich geschieht mit deiner Seele, wenn du die Hajj wirklich mit voller Aufmerksamkeit verrichtest. Al-Hajj erstmal ist der Ort der vollen Hingabe. Wir sprechen gerade über Kürzen, ganz wegrasieren, sieben Tage zurückfassen, wenn du das Opfer regeln. Es gibt Steine, die wir küssen und Steine, die wir wegwerfen. Es gibt sieben Tawaf-Umlauf, warum sieben? Wir gehen zu Safa und Marwa sieben hin und her und in einem bestimmten Ort musst du schneller laufen. Okay, und dann musst du rausgehen und dann hast du den Jamarat, das Sughra, das Wusta, das Kubra und dann musst du hier sieben Steine werfen und hier sieben Steine, hier sieben. Und dritten Tag wirfst du den allen 21 Steinen und dann pass auf, danach dann gehst du und machst du wieder Tawaful Ifada und nach Tawaful Ifada gehst du dann rasieren. Was, rasieren oder was? Oder kürzen? Nein, rasieren ist besser als... Da kommt der Prophet Aslam und sagt, nein, rasieren ist noch schöner. Dann sagte er, Allahumma arhamil muhalliqin. O Allah, gewähre den Muhalliqin, den Rasierern. Oder Rasierern, ja, Rasierern? Rasierten, den Rasierten, genau. Gewähre den Rasierten Barmherzigkeit, die gekürzt haben. Sie haben gesagt, und wir, die gekürzt haben, sie brauchten auch ein Dua. Er sagt, Allahumma arhamil muhalliqin. Also die rasiert haben, sollen Barmherzigkeit kriegen. Die anderen, die gekürzt haben, weil sie hübsch sind und schöne Haare haben und sie wollen nicht unbedingt, weil es erlaubt ist, einfach zu kürzen und sagen, wal-muqassirina ya Rasulullah, die fragen zum zweiten Mal. Und wir, die gekürzt haben, der Prophet sagt, Allahumma arhamil muhalliqin. Er gibt was? Zweite Mal ein Dua für Muhalliqin, die wie ein Zwiebel haben. Ne? Das sieht nicht schön aus, aber da steckt etwas. Die bekommen Barmherzigkeit. Und dann kommen sie und sagen, ja Rasulullah, wal muqassirin. Und die gekürzt haben. Er sagt, Allahumma arhamil muhalliqin. Gib Barmherzigkeit denjenigen, die rasiert haben. Dann sagen sie zum vierten Mal, ja Rasulallah, wal muqassirin, nicht das, jetzt, wal muqassirin. Dann am vierten Mal sagt er, Allahumma arhamil muhalliqin. Ersten drei und die anderen haben ein Bittgebet erlangt und bekommen. Und dieses Bittgebet ist immer noch da. Sein Bittgebet erfüllt sich jedes Jahr. Jedes Jahr. Also ich empfehle dir wirklich, deinen Kopf zu einem Zwiebel zu machen, richtig schön nackt. Aber da, genau da liegt es. Ich kenne einen Scheich, der in Mekka unterwegs war, aber nicht für Umrah und nicht für Hajj, sondern sie waren für einen akademischen Zweck. Universitäten und viele Seminare und so weiter und so. Und da kamen Akademiker von Marokko mit. Und zu den Akademikern gehören Leute von den Philosophen, die gar nicht viel mit dem Islam zu tun haben, die sehr europäisch leben. Und einer von denen hat noch nie im Leben gebetet. Ja, ist aber intellektuell und Akademiker. Und dann waren sie da in Mekka und dann hat die Gruppe gesagt, wir gehen doch Umrah machen. Und der Mann, der hat gesagt, ich gehöre jetzt zu der Gruppe, ich gehe zu Umrah. Aber er wollte den Scheich nicht fragen. Also er ging lieber zu einem saudischen Scheich, um ihn zu fragen. Er sagt ihm, hey, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie im Leben gebetet. Und ich mache jetzt, der saudische Scheich ist ja Hanbali von der Madhab her. Er sagt ihm, du bist gar nicht Muslim. Du musst erstmal Shahada sprechen, weil bei ihnen derjenige, der nicht betet, ist Kafir. Er sagt ihm, du bist nicht Muslim, du musst erstmal die Glaubensbekenntnis sprechen und du musst dann Waschung machen und so. Der Mann, der hat einen Schweißanfall bekommen und ihm ging es nicht gut. Und, äh,
Und dann beobachtete der Saudi seinen Zustand und er sagte zu dem marokkanischen Scheich, komm mal her, kümmere dich mal um deine. Dann hat er ihm gesagt, nein, Gottes Willen, du bist immer Muslim und immer Mu'min und das hat damit nichts zu tun und so weiter. Das ist nur ihre Rechtsschule, aber unsere Rechtsschule ist viel milder als das und so weiter. Geh, mach mal die Waschung und so und bleib neben mir. Ja? Und dann bleibt er neben mir und er sagt, sie machen den Tawaf. Und der Mann sagt, ala al-hadatha, er spricht über den Modernismus. Er sagt, der Modernismus, was hat mir der Modernismus alles gebracht? Also seine Auseinandersetzungen. Später fragt er ihn, was sagst du da? Wir sagen, Rabbana atina fid dunya hasana labbaik Allah. Und du sagst, ala al-hadatha, was soll das? Er sagt ihm, ich habe etwas erfahren, was ich in meinem ganzen Leben nicht erfahren habe. Was? Weiß ich nicht. Ich war einfach da. Meine Seele ist aufgegangen. Der Mann war trocken dem gegenüber. Er war zu. Ich möchte eins sagen, auch solche Leute, die jetzt darüber diskutieren, wieso denn 7 Tawaf und wieso sollen die Männer jetzt bei den 3 Tawafs, also den rechten Schulter freilassen und wieso machen wir dann all diese Sachen, wieso das alles? Genau darin liegt das. Die Hingabe ist hier gefragt. Alles vor Allah Ta'ala so zu zeigen, ich bin dir ergeben. Ja, ich folge genau deinen Geboten, so wie du es vorgeschrieben hast. Das ist die Hingabe. Nummer 2, Allah Ta'ala hat die Hajj im Koran als sein Recht bezeichnet. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. Geht mal und fragt mal die Koran-Exegesen, was das heißt. لِلَّهِ عَلَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْهُ. Also, für Allah obliegt den Menschen, für Allah, das ist sein Recht, es obliegt den Menschen für Allah, dass sie pilgern, dass sie zu seinem Haus pilgern. Wisst ihr, wir lernen hier, dass wir sagen, sami'na wa ata'na. Wir hören und gehorchen. Übrigens, als Allah Ta'ala den Vers offenbart hat, wa in tubdu ma fi anfusikum, aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, fayaghfir liman yasha' wa yu'adhib man yasha'. Ob ihr das offen kündigt oder verborgen lasst, was in euch geht, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Nochmal. Das Offenkündige wissen wir. Wenn du etwas offen kündigst, wird geschrieben. Aber auch das, was du geheim hältst, auch was in mir ist an Gedanken, dafür werde ich zur Rechenschaft gezogen. Die Sahaba konnten diesen Vers nicht tragen. Sie sagen, ja, Rasulallah, für das, was in unseren Köpfen und in unserem Inneren läuft, werden wir zur Rechenschaft gezogen, das ist zu viel. Rasulullah sagt, la takunu ka bani Israel. Seid nicht wie ein Teil von Banu Israel waren. Sie sagten, wir hören und dann waren sie doch widerspenstig. Sag, wir hören und wir gehorchen. Okay, Allah hat gesagt so und so, dann ist das, dann muss ich daran arbeiten. Sag, wir hören und wir gehorchen. Sami'na wa ata'na. Und gleich der Vers danach, was danach kam, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Und sie sagten, wir hören, wir gehorchen. Deine Vergebung wollen wir, o unser Herr. Allah subhanahu wa ta'ala hat danach, wo sie ihr Bittgebet, رَبَّنَا لَا تُوَاخِدْنَا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما الله تعالى زك فعلت erfüllt ist euer Bittgebet. Warum? Nur für eure Hingabe. Zeit ist schon vorbei, so dass ich gar nicht in den Einzelheiten von den Ritualen gehe, um dann doch zu schauen, was man das alles daraus alles nimmt. Alleine bei den Ihram. Wenn du in den Weihezustand eintrittst, alleine da, was mit dir passiert, ist schon Subhanallah. Ob reich oder arm, egal von welcher Nationalität und von welcher Rasse, auf einmal sehen die Menschen alle gleich. Und nur mit 2
Tüchern, so wie der Mensch auch gewickelt wird in seinem Tod, so wirst du auch. Und am besten weiß. Die Muslime haben sich für weiß entschieden. Übrigens auch für die Frauen. Ich als Maliki verabscheue die schwarze Farbe in Hajj für die Frau. Dabei, alle in Madhab Ahmed ibn Hanbal, die Frauen, deren Frauen ziehen schwarz an. Das mit der strahlenden Sonne. Unabhängig von der Sonne. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, zieht das Weiße von eurer Kleidung. Die Malikiten sagen, das ist für Männer und für Frauen. Deswegen empfehlenswert und Sunna für Frauen und Männer, Weiße. Alles weiß. Und deswegen gibt es zwei weiße Tücher. Du darfst natürlich andere Farben, aber empfehlenswert ist das. Und dann bist du vor Allah subhanahu wa ta'ala sagt, labbayk Allahumma umrah. Also wenn du jetzt Hajj machen willst, dann machst du Umrah und du sagst, ja, danach will ich ja auch Hajj machen. Gleich beginnt es. Die Hajj ist eine Reise zu Allah. Er hat dich eingeladen und dass du ausgewählt wirst, sein Gast sein zu dürfen, ist schon etwas Außergewöhnliches. Dass du dich auf diese Reise begibst, dann beginnst du mit voller Sehnsucht. Auf dem Weg deiner Reise, damals hat das 6 Monate gedauert, heute dauert das 6 Stunden. Baraka wird immer weniger. Damals dürften sie 6 Monate Sehnsucht haben und laufen. Also mein Opa ist selber ja zu Fuß, beziehungsweise mit den Reittieren von Marokko mit meiner Oma und einer Gruppe natürlich, bis nach Saudi-Arabien. Heute haben wir 6 Stunden, 4 Stunden. Sie durften 6 Stunden in Sehnsuchtszustand bleiben. Und was das alles mit ihnen macht. Und wenn sie da ankommen, was das alles... Heute sagen wir, labbaik Allahumma labbaik. Du gehst mit Talbiya. Hier, ja Allah. Ich habe hier deinen Ruf erwidert. Ich bin da. Ich bin da und komme, ja Allah, zu dir. Voller Hingabe, voller Ergebung und voller Liebe. Ich möchte das, was du mir versprochen hast. Den Vorrat. Ich möchte davon nutzen, deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja, falam yarfuth, walam yafsuq, walam yaskhab, raja'a kayawma waladathu ummuh. Derjenige, der die Hajj vollzieht, mit diesen Bedingungen, die im Koran sind, kein Freveltaten, kein Streit, kein Beischlaf, wenn du das machst, die ganze Zeit, wo du in Weihezustand warst, damals waren 4 Monate, 6 Monate, ja, die Leute sind in Weihezustand. Wenn du das tust, was passiert? Du kommst zurück wie neugeboren. Was ist das? Neugeboren. Der Hajj, die Hajj gewährt dir das. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns diese Gebote, die wir halten. Und dann kommen nicht das, dass du denjenigen hörst, die da rumphilosophieren wollen. Ach, Sitten von den früheren. Warum soll ich um ein Haus? Guck mal, alleine die Formulierungen, die sie wählen, um ein Haus umlaufen. Das Herabschätzende oder nach dem Motto, ich bin darüber erhaben. Ich bin der Philosoph. Dabei bist du der Dümmste vielleicht. Ja? Denn alles, nicht alles läuft nach deinen rationalen Wegen. So. Guck mal, nur wie wir aufgebaut sind. Erklär mir das alles wissenschaftlich. Wie ich jemanden von erster Sicht verabscheue, kommt nicht bei mir. Und wie ich jemanden von ersten Blick annehme in meinem Herz. Was läuft da? Und später stellt sich heraus, warum. Subhanallah al-Azim. Deswegen sagen wir, sami'na wa ata'na, geh rein und folge diesen Geboten in voller Achtung und voller Ehrfurcht. Und Allah Ta'ala sagt, in Bezug darauf, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Und derjenige, der die Rituale, die Gebote Allahs ehrt, das ist die Quelle der Taqwa für die Herzen. Und die Taqwa haben wir ja schon mal gesagt. Taqwa ist eigentlich ein großer Begriff. Jedes Mal im Koran wird das von einem bestimmten Blick behandelt. Aber in ihrem vollen Umfang hat sie mit Achtsamkeit den Grenzen gegenüber, die Allah Ta'ala gesetzt hat, aber auch Allah gegenüber, wann er verflucht, wann Allah Subhanahu wa Ta'ala Dinge verabscheut
und auch den Rechten anderer Menschen gegenüber. Alles ist Taqwa. Und deswegen heißt das, als er gefragt wurde, was ist Taqwa? Sie hatten doch Probleme mit dem Begriff, schon früher. Jeder hört Taqwa da, Taqwa da, Taqwa da. Einer sagt, sag mir bei Englisch, was Taqwa ist. Er sagt, ara'aita in anta mashayta ala tariqin bihi shuk. Siehst du dich, wenn du auf einem Weg gehst, wo Dornen sind? Er sagt, mada kunta taf'al? Was hättest du da machen können mit dem Dornen? Und du bist barfuß. Er sagt, attaqihi. Er spricht denn jetzt seine arabische Sprache. Attaqihi. Ich bin dann achtsam, wo ich meinen Fuß fasse. Das ist attaqihi. Er sagt, das ist Taqwa. Das ist Taqwa. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala stattet uns aus, wenn wir zurückkommen. Du bist wacher. Du kannst besser wahrnehmen. Und du hast die Fähigkeiten, auch die Grenzen Allahs zu halten und zu respektieren. Und das ist das, wonach alle Muslime und alle Gläubigen suchen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Hingabe geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Bereitschaft für den Gehorsam ihm gegenüber immer bewahren. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfir. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Manche von den Muslimen beharren darauf, immer Dinge zu machen, oberflächlich und nicht nach dem Sinn suchend. Ich erinnere mich in meiner Hajj-Zeit 2006. Ich war mit einer schönen harmonischen Gruppe von Geschwistern. Und wir haben auch natürlich in Hajj gelacht. Und einer, der uns zum Lachen gebracht hat, ist ein somalischer Herr, ein somalischer Bruder. Ganz niedlich und süß. Ein älterer Herr, so 60 Jahre alt, aber voller Leben, mashallah. Und zu meinen Sitten gehört, dass bevor wir ein Ritual beginnen, sammle ich alle meine 48 Geschwister zusammen und gebe einen Motivationsvortrag und dann gebe ich danach Fiqh. Vortrag, die Rituale, wie man das verrichtet. Und dann gebe ich natürlich noch auch die Intentionen dieser Ibadat. Hey Leute, wenn ihr das und das macht, was soll im Vordergrund sein? Wirklich, jede Ibadat hat bestimmte Intentionen. Und wir waren an dem Tag beim Werfen, der Shaitan. Also ich sage der Shaitan, weil der somalische Bruder, er sagt Werfen schon Shaitan. Ich sage, hey, es geht hier nicht um Shaitan. Also, es gibt, also viele denken, der Scheitan ist da jetzt gefesselt und die Leute kommen und werfen Steine auf ihn. Ich sage ihm, nein, heute ist die Erklärung des Krieges gegen dein Scheitan. Und das tust du in einer Form, in einer symbolischen Form. Und bei jedem Symbol, kennst du das, wenn du sagst, ich schaffe es, ich schaffe es. Und wenn die ganze Gruppe sagt, wir schaffen das. Das ist bei Fußballmannschaft und so, dann kommt eine starke Motivation. Das ist genau das. Wenn du wirst, sag Allahu Akbar und schmeißt deinen Scheitan, den du sagst ihm, jetzt wirst du mich nicht kriegen. Ab jetzt werde ich nicht mehr leicht für dich sein. Allahu Akbar. Und das musst du innerlich. Dem Bruder ganz, der somalischen Bruder. Bruder, komm, komm du. Du brauchst von mir extra. Hier bitte. 7 Steine da. 7, wie heißt das, nicht Steine, das sind kleine, wie heißen kleine Steine, auch kleine Steine. Für da. Und 7 Steine für da. Alles, hast du verstanden? Ja, ja, ich habe verstanden. Geh, sammle sie. Komm, ich zähle. Das sind nicht 21. Das sind hier 31. Ja, er hat mir gesagt, ja, ich habe extra. Ich habe gesagt, lass das nicht dabei. Träne sie. Ich versuche mal. Und dann natürlich habe ich meine Kriegserklärung für mich selber gemacht und dann kam ich zurück und beobachte. Und wir waren gerade bei der ersten Säule. Ich komme zu dem Bruder, und wie war's? Er sagt, ja, es war gut. Zeig mir mal die Steine. Er sagt, ich habe die alle geworfen. Ich habe gesagt, warum? Er sagt mir, ich saß da und ich habe erst mal beobachtet. Einer, der schmeißt von rechts und der Scheitan macht so. Und der andere macht von links und der Scheitan macht so. Und die ganze Zeit macht er so, dann habe ich alle 31 auf ihn geworfen. So, ich sage, lachst du? Und dann beginnt er natürlich zu lachen. Na, er sagt mir, nein,
Ist es nicht so? Aber ich habe empfunden, das Ganze verdient er. Er muss auf einmal mit allen Sachen beworfen werden. Und da versteht man, das ist eigentlich ein Beispiel. Denn ich habe dort auch gehört, wie ein Ägypter seinen Schuh genommen hat und er schmeißt und er sagt, Chol diabne Scharmota, Astaghfirullah, ja Sakim. Du Sohn der Prostituierte, nimm von mir. Und dann schlug er mit seiner, du brauchst gar nicht zu wissen, was die Afghaner aus den Dörfern da alles sprechen und die, oh, da denken sie, sie sind in einem Schlachtfeld vor dem Satan. Das sind ein paar Bilder, die das widerspiegeln, wie ein paar Muslime oder eine Gruppe, große Gruppe von Muslimen mit den Ritualen umgehen. Und ich möchte hier aufklären, dass wir darüber uns erheben und sagen, nein. Und damit wir auch nicht so leichtsinnig sind, es geht nicht um den Kuss von diesem Schwarzstein. Der Umar ibn Khattab sagt, er spricht zu dem Stein und sagt, Inni a'lamu annaka la tanfa'u wa la tadur. Der spricht mit dem Stein. Er sagt ihm, du Stein, ich weiß, dass du weder Nutzen noch Schaden besitzt. Und wenn ich nicht gesehen hätte, dass Rasulullah dich geküsst hat, hätte ich dich nicht geküsst. Das heißt, die Sache ist Hingabe. Und er weiß, dass der Kuss, es ist eine Nachahmung des Propheten, und dann sucht man nach dem Sinn. Und genauso mit Safa und Marwa und genauso wie mit Al-Halq und genauso wie mit Tawaf. Also meine lieben Geschwister, diese Ibadah, die Allah Ta'ala uns gegeben hat, sie wird mit mehr Qualität verrichtet, wenn du darüber erstmal reflektierst. Und wenn du die Worte Allah Subhanahu wa Ta'ala in dir hineinfließen lässt, in dich hineinfließen lässt, auf dass du immer Intentionen schaust und intentionsgerichtet bist, erst dann bekommst du den Zad wa tazawwadu. Genauso wie derjenige, der in den Markt reingeht, da gehörst du zu denjenigen, der so viel mit sich nach Hause nimmt. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Das Beste, der beste Zad, was du von Hajj bekommst, ist Taqwa, dass du wieder zurückkommst, stark, wachsam und voller Achtsamkeit und du überwachst dich gut und du zügelst dich und du steuerst dein Leben. Das ist das Beste, was du bekommst. Möge Allah euch und mir die Hajj so bald wie möglich ermöglichen. Ein gläubiges Herz sehnt sich immer nach dieser Begegnung, dass du vor der Kaaba stehst und sitzt und du schaust da voller Ehrfurcht, voller Segen, strahlt auf dich, aber sei nicht von denjenigen, von diesen scheinbaren Philosophen, sondern sei von den Demütigen Allah gegenüber, dann schaust du, was du alles mit dir nach Hause bringst. Ja Allah, vergib uns. Ja Allah, gewähre uns, ja Allah, die Hajj. Male und male, ja Allah, in unserem Leben. Ja Allah, schreib unseren Namen zu denjenigen, die von der Hajj und von den allgemeinen Ibadat viel Nutzen nehmen. Gib uns, ja Allah, Gottesfurcht und die Taqwa in unseren Herzen, ja Allah. Mach uns, ja Allah, immer wachsam in unserem Leben. Gib uns die Kraft und die Fähigkeit, dass wir unser Leben steuern und gut führen können, ja Allah. Dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir nicht in die Irre gehen, dass wir nicht in den Sünden versenken, ja Allah. Stärke uns, ja Allah, mach unser Morgen besser als unser Abend. Ja Allah, versorge uns von Halal. Ja Allah, versorge uns von Halal. Ja Allah, versorge uns von Halal und mach den Segen in diesem Halal, ja Allah. Und mach uns damit zufrieden, ja Allah. Und lass diesen Rizq nur als Brücke sein zu deinem Wohlgefallen und nicht als Ablenkung für uns oder als etwas, was uns von dir wegbringt, ja Allah. Erbarme dich unseren Eltern, gib ihnen Kraft und Heilung und Besserung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wa salli alayhi fil akhirin wa salli alayhi fil mala'i al-a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.